Schönen guten Morgen, moin moin, herzlich willkommen zu unserem Morgen-Frühstücks-Brunch-Magazin. Ich freue mich wirklich sehr, mein Name ist Daniel Budiman und ihr seid live mit mir gemeinsam in the Internet. Fantastisch ist das. Und wenn ihr möchtet, dann tut es so wie der Chat, den wir jetzt ablichten und schenkt euch selbst ein Herzchen für diesen Tag. Heute ist der, ich weiß es gar nicht, was ist denn heute der, was ist heute für ein Tag? Ich gucke nach, der 12. November, auch das noch, ne? Der 12. November ist heute und wir haben heute fantastische Themen für euch in diesem Moin. Anders als sonst. Heute wird nicht gekocht. Heute wird ausnahmsweise auch nicht über Politik geredet, was wir ja sonst immer, jeden Morgen tun. Sehr tiefgründig. Heute wird auch tatsächlich nicht über Helmut Schmidt gesprochen. Ich glaube, das wird in den Medien allgemein getan. Das ist auch in Ordnung so. Heute führen wir nämlich eine Diskussion, ein Gespräch gemeinsam mit euch und einem Gast. Ja, ein Gast, der nicht von Rocket Beans kommt. Ein Gast, der schon seit längerer Zeit wach ist, weil er einen normalen Lebensrhythmus und Biorhythmus pflegt, schätze ich, werden wir gleich fragen. Und heute geht es um ein fantastisches Thema, was uns alle betrifft. Killerspiele. Ja, hättet ihr das gedacht? Ich auch nicht. Und das, was ihr jetzt aktuell nicht sehen könnt, ich bin sehr gespannt, was sie gleich machen. Wir haben Gäste vom ZDF hier, vom Zweiten Deutschen Fernsehen. Echte Kameraleute, die haben fantastische Kameras. Und ich weiß nicht, wie sie reagieren, wenn ich jetzt nämlich Folgendes tue. Darf ich euch filmen eigentlich? Ist das, oder werdet ihr dann vom ZDF rausgeschmissen? Ist gut? Ah, Kabel, zu viele Kabel. Seht ihr das? Da, zwei Kameras sind da und da seht ihr auch schon den Gast. Ups, Entschuldigung. So, das ist fast so professionell wie beim ZDF hier. Ich hoffe, ich habe das wieder, ich habe nichts kaputt gemacht. Ich gucke gerade mal. Ja, verrückt, ne? Neulich war Arte noch da, jetzt ZDF. Und es geht dabei um Folgendes. Heute wird es ein Interview geben über das Thema Killerspiele. Fantastisch. Und dafür haben wir den Mann tatsächlich hier am Start. Der wird jetzt gleich sich hier hinsetzen, der das Ganze redaktionell begleitet. Und da hat man natürlich jetzt als Spieler ganz oft Angst. Oh Gott, wer ist denn das jetzt schon wieder? Hat der überhaupt Ahnung? Dieser Kollege hat Ahnung. Und ich bin sehr, sehr froh, persönlich sehr froh, dass dieser Kollege auch gefragt wurde. Und wir springen ganz kurz mal auf den Rechner und ich zeige euch, was der Mann denn nebenbei macht. Der ist nämlich Herausgeber, Gründer und Erfinder der WASD. Fantastisches Magazin über Videospiele. Christian, komm einfach rein, würde ich sagen. Na? Herzlich willkommen, liebe Leute. Christian Schiffer, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Servus, Budi. Hallo, Servus. Internet. Hallo, Internet. Ja, wunderbar. Ja. Na, Christian, das war mal ein Intro, wa? Das war ein super Intro. War das in Ordnung? Meinst du, das kann man beim ZDF benutzen, in der Doku? Ich glaube, ja. Ja. Und ich möchte auch die Frage beantworten, ob ich ansonsten einen normalen Biorhythmus habe. Nein, habe ich nicht. Ach, auch nicht? Nein. Wieso nicht? Das ist heute ein Ausnahmefall. Ja, weil irgendwie manche Sachen gerade nachts einfach so interessant sind, dass man dann gerne etwas später schlafen geht. Wollen wir da nicht mal dem ZDF eine Doku anbieten über Biorhythmus? Ist das nicht vielleicht? Ich glaube, da gibt es vielleicht schon welche. Aber vielleicht sollten wir uns einfach als Protagonisten anbieten. Auch nicht so schlecht. Also so Leute, die so einen total verrückten Biorhythmus haben. Naja, aber ich meine, guck mal, das Thema Killerspiel, denken wir jetzt irgendwie, ist ja auch schon durch. Da kann man auch mal einen Biorhythmus nochmal machen. Genau, stimmt eigentlich. Ja. Ich würde sogar sagen, vielleicht ist sogar das Biorhythmus-Thema viel weniger durch als das Killerspiel-Thema. Ne? Also wunderbar. Richtige Mann am richtigen Ort. So arbeiten Profis, ja. Nee, aber das ist jetzt ist wirklich interessant. Wir gucken mal kurz in den Chat. Achso, ihr könnt natürlich, und da bitte ich euch drum, über Moin Moin, guck mal, der Sylas zum Beispiel, was der jetzt macht, der schält Kartoffeln und guckt uns zu. Ja, das ist doch auch eine schöne Tätigkeit. Also hier, ZDF-Kameraleute, es geht nicht nur um Ballern, sondern man kann auch mal Kartoffeln schälen. Ja, hier wird seriöse, ehrliche Arbeit vor einem Laptop verrichtet. Es ist 10.36 Uhr an diesem 12. November, da kann man auch mal Kartoffeln schälen. Ja, das ist natürlich nicht nur Ballerei, die machen auch noch ihr Essen selber. Kannst du das bitte aufnehmen? Christian schreibt, ich sehe tote Menschen in Videospielen, das macht mir Angst. Das finde ich übrigens interessant, also wir sind wahrscheinlich die Generation von Menschen, die am meisten tote Menschen tatsächlich in der Popkultur gesehen haben. Bist du sicher? Das glaube ich tatsächlich. Ich fand wenn man Rambo alleine sieht, es gibt ja den Rambo-Kill-Count und so. Wenn man Rambo einfach mal schon in seinem Leben viermal geguckt hat, dann bist du ja auch schon bei 8.000 toten Menschen. Ja, aber wer schaut sich denn Rambo drei, viermal an?
Das ist ja der mit den Taliban, den meinst du doch, oder? Das ist doch ja. Rambo 3, so, wo sie ja dann so Füchse jagen auf so Pferden und die Taliban als so ja, exakt, tolle, das ist tolle der. Kämpfer. Ja, ja, genau, exakt, das ist der. Ja. Nein, also wie du siehst, schönen Dank, liebe Leute. Schickt Fragen über das Hashtag Moin Moin oder aber auch später noch. Ihr seid heute tatsächlich ein bisschen länger hier. Wir schnacken nochmal. Du hast mich tatsächlich gefragt, ob ich O-Töne geben will. Bist du dir da nach wie vor sicher? Ja, da bin ich mir sicher. Ja, ja, man kann ja durch den Schnitt viel retten und aber so. Dann ist ja in Ordnung. Das sagen wir ja auch immer und dann haben wir uns entschieden, live zu gehen, da kann man nichts mehr schneiden. Ne? Das ist scheiße, ne? Nein, bevor wir da weiter drauf eingehen, lass uns noch mal kurz über dich als Person reden, Christian. Gaming-Virtuose kann man an der Stelle auf jeden Fall sagen, bis seit Ewigkeiten. Virtuose leider nicht mehr. Also wenn ich mir so meine Leistungen irgendwie bei Rocket League oder sowas anschaue, also das ist weit von der Virtuosität entfernt. Aber ich habe zumindest einen lückenlosen Gamer-Lebenslauf, das kann man schon sagen. Also der irgendwie beginnt mit einem Atari 2600 und eben endet mit Fallout 4 oder eben sehr schwachen Leistungen bei Rocket League. Ja. Also das kann man sagen. Hast du jetzt die letzten Tage auch eher Fallout 4 gespielt und nicht an der ZDF-Doku gearbeitet? Nein, ich bin nicht dazu gekommen tatsächlich, weil ich einfach jetzt wirklich unterwegs war. Wir waren jetzt halt drehen und ja. Das ärgert mich sehr, weil ich Fallout wirklich liebe, liebe, liebe. Das ist fast tatsächlich mein Lieblingstitel. Also alle Fallouts. Ja. Und genau deswegen bemühe ich mich gerade, irgendwie wahnsinnig schlechte Tests zu lesen, also wo das Spiel runtergemacht wird. Und ich versuche es gerade so richtig scheiße zu finden, damit ich halt nicht so sehr darunter leide, es jetzt gerade nicht spielen zu können, sondern aber hier bei dir zu sitzen. Aber echt, dann liest du dir extra noch schlechte Tests? Ja, ich versuche es mir gerade sehr schlecht zu reden. Also ich versuche sozusagen, hey, irgendwie also das mit dem Häuserbau, das ist ja total scheiße, es funktioniert ja auch nicht richtig und dass sie da, also das finde ich ja total sakrosankt, dass sie den VATS-Modus, dass das jetzt nicht mehr einfriert, sondern so nur verlangsamt und so und das ist ja totaler Bruch irgendwie mit dem Aber da, mit, haben viele mit dem Leute, da haben viele Leute in Fallout 3 gesagt, das nimmt den Flow aus dem Spiel. Ja, das ist mir egal. Also ich will einfach da nichts Neues. Ich will einfach, dass es jetzt einfach, für mich soll es jetzt schlecht sein, dass es dann, wenn ich es natürlich dann spiele, das beste Fallout aller Zeiten sein wird, das ist mir auch klar, aber jetzt will ich einfach, dass es schlecht ist für mich, um das halt ertragen zu können. Ich fand übrigens das Argument damals, dass das den Spielfluss unterbricht, überhaupt, also das fand ich überhaupt nicht, weil ich fand das gerade schön, also diese Mischung und wie sie es geschafft haben, dieses großartige Spiel so zu modernisieren, so zu übertragen in die dritte Dimension und dann eben sogar diesen Rundenstrategieteil einigermaßen glaubwürdig beizubehalten, das fand ich absolut genial und ich wünsche tatsächlich dem Spiel, jetzt bin ich ehrlich, tatsächlich einen würdigen Nachfolger, also ich hoffe mir, dass Fallout 4 ein gutes Spiel ist und ich werde es dann sehen. Ich habe mir das genau ausgerechnet, wir fliegen jetzt dann zu John Romero, also der Doom gemacht hat, ja, also der Erfinder Im Zuge wieder der Doku, ne? Um jetzt kurz wieder den Bogen zurückzuschlagen. Genau, im Zuge der Doku. Ja. Und ich habe mir genau ausgerechnet, ich muss auch noch das Drehbuch schreiben, dass ich genau 4 Stunden haben werde in den nächsten 3 Tagen, um Fallout 4 zu spielen. Und, oh Gott, glaub, das ist ja traurig. Samstag wird das soweit sein. Da, Benzema schreibt, besser Typ, kriegst du ein Herzchen. Ja, das ist total nett. Benzema, großer Mann. Ja, guck mal, ne? Was? Alles bleibt so, wie es ist. Ja, ja. Also, es gibt, ne, der Chat reagiert manchmal, ne, das ist ja oftmals so, wenn man was Neues liest. Und ZDF ist jetzt vielleicht auch gerade so ein Ding, wo viele Leute erstmal skeptisch reagieren. Ne? Ja. Und dann auch noch mit einer Killerspiel-Doku. Ja, ja, Wahnsinn. Also nicht nur eine, sondern es wird ein Dreiteiler, genau. A 45 Minuten. Genau. Warum? Also man muss wahrscheinlich tatsächlich sagen, dass das ZDF nicht den allerbesten Track-Record hat, wenn es jetzt um die Killerspiele-Debatte geht. Ich meine, ich kenne natürlich die ganzen Beiträge aus. Wir sind jetzt hier von einer Produktionsgesellschaft, haben das dem ZDF vorgeschlagen. Der Hintergrund war, dass diese Produktionsgesellschaft auch eine Doku gemacht hatte über World of Warcraft und die kam gut an, auch bei den Leuten, die World of Warcraft spielen. Und wir wissen alle, dass auch World of Warcraft die Handspiel ist, das jetzt auch nicht völlig unkritisch gesehen worden ist, so in seiner Vergangenheit. Ja, klar, logisch. Ja. Das hat aber gut geklappt und dann hat man eben gesagt, okay, widmen wir uns tatsächlich mal diesen, den Killerspielen. Und ich benutze jetzt den Begriff Killerspiele absichtlich irgendwie sozusagen in seiner Überspitztheit. Also ist klar, dass es ein provokanter Begriff ist, aber er ist auch auf der anderen Seite so plakativ und so seltsam irgendwie, dass ich ihn fast schon irgendwie ein bisschen lustig finde. Deswegen rede ich hier die ganze Zeit von Killerspielen, also nicht darüber wundern. Und tatsächlich ist es unser Anliegen, die Geschichte der Killerspiele einfach mal zu erklären. Also was waren die Vorgänger? Also wir gehen ganz weit zurück in die Zeit 1976, als es das erste Spiel gab, das eine
Killerspiel oder eine Gewaltdebatte provoziert hat. Weißt du, welches Spiel das war? Das war River Raid, oder nicht? Nein, das war nicht River Raid. 1976. River Raid war das erste initiierte Spiel, das war 1982 und 83. Alter, 1976. 76, ja. Spitting Image, nee, das ist, Alter, 76 ist richtig früh. Das ist da war richtig ich noch nicht früh. Mal auf das der ist Welt, vier ey. Jahre irgendwie nach. Aber das war dann auch nicht, das war doch nicht, warte mal, lass mich nur noch kurz überlegen, ich überlege gerade. Ich bin ja mit dem C64 aufgewachsen, das muss dann Amiga, also vorher gewesen sein. Das war ein Spielhallenspiel, so viel kann ich verraten. Vielleicht weiß es jemand im Chat. Ja, weiß ich, das würde mir, oder Moin Moin, das würde mir, ne, die sind natürlich sehr schnell im Internet, ne. Ja. Bei RBTV gibt es auch Filler-Spiele. Das ist lustig, Filler sind die Sachen, die wir, naja, ist wurscht, ne. Ja, mal gucken, also wir haben ein bisschen Delay, ich weiß es nicht, komm, beantworte das. Ich weiß es das nicht. War damals Death Race. Death Race war ein, also das, da gibt es ja so einen B-Movie-Film irgendwie, wo es darum geht, dass das, ich weiß es nicht mehr, also ich glaube irgendwie so tödliche Straßenrennen oder irgendwie so, kann man mich gerne korrigieren. Und es gab dann ein Automatenspiel dazu und das war das, ein Spiel, in dem konnte man Fußgänger überfahren. Also Fußgänger waren eigentlich keine Menschen, sondern Gremlins. Ja. Aber das Spiel hieß als Arbeitstitel Pedestrian. Also es war schon ziemlich klar, wohin die Reise irgendwie ging. Und das war tatsächlich ein Spiel, das wurde dann, glaube ich, verboten oder irgendwie zumindest eingeschränkt, der Verkauf. Und es gab damals einen riesen Aufschrei, es gab damals Fernsehberichte. Und das ist so zumindest meinen Recherchen zufolge das erste Spiel. Und das jährt sich dann eben. Wir feiern nächstes Jahr dann fast schon 40 Jahre Killerspiele, wenn man so will. Herzlichen Glückwunsch. Freut mich. Bei dem tatsächlich eine Gewaltdebatte es gab. Ja. Und River Raid, das ist natürlich auch interessant, weil das war das erste Spiel, das in Deutschland initiiert worden ist. River Raid, wir erinnern uns, da fliegt man mit einem Pixelflugzeug über einen Pixelfluss, daher der Name, und schießt dann andere Pixelflugzeuge ab. Und das war damals der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, so hieß sie damals, war das einfach zu brutal. In der Initiierungsbegründung hieß es dann, das sei auch eine paramilitärische Ausbildung für kleine, wir gucken einfach mal. Kinder. Atari 2600. Genau. Das ist es. Gucken wir einfach mal drauf. Ja. Das war dann eben die paramilitärische Ausbildung. Und da gibt es dann viele lustige Formulierungen, das Bespielen dieses Spiels. Und tatsächlich hat mich interessiert, warum man damals zu diesen Schlüssen gekommen ist. Ja? Also wie kann das eigentlich sein, dass dieses Spiel damals tatsächlich auf dem Index gelandet worden ist. Und also Index heißt, das darf dann nicht mehr frei verkauft werden, nicht beworben werden. Das darf nicht beworben werden, genau. Ja, wir dürfen das jetzt nur zeigen, übrigens, weil es 2012 dann begnadigt worden ist. Ja, ansonsten wäre wahrscheinlich, wenn wir es jetzt zeigen würden, müsste ich jetzt so vor der Kamera rumwedeln, damit wir das nicht sehen und so. Darf man das selbst im journalistischen Kontext nicht weil wir bewerben es ja jetzt nicht. Wenn du dich erinnerst zum Beispiel, also das ist dann zumindest irgendwie, ja, ist ja eine Grauzone, aber wenn du dich erinnerst, so bei frühen Powerplays, also bei frühen Computerspielzeitschriften, da stand dann immer in den Charts indiziertes Spiel. Also Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 indiziertes Spiel, weil die damals tatsächlich diese Spiele gar nicht erwähnen durften, weil das wäre dann schon eine Werbung gewesen. Und ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt hier wäre, aber es wäre ja schlimm, wenn dann irgendwie die Rocket Beans dann irgendwie Beef bekämen mit der Bundesprüfstelle. Also insofern sind wir vielleicht ganz froh. Aber mit denen sind wir cool. Ja, okay, wunderbar. Mit denen sind wir ziemlich cool eigentlich. Ja. Die waren auch super im Interview. Also muss ich echt sagen, sie haben da sehr offen darüber gesprochen. Und sie haben tatsächlich erklärt, warum das damals war. Dass sich das auch vor einem anderen zeitlichen Horizont zugetragen hat. Wir müssen uns überlegen, River Raid, als es erschienen ist, 1982 und initiiert 1984, da ging es gar nicht irgendwie, ob das jetzt Amokläufe oder keine Ahnung, oder ob das zu gewalttätig ist, sondern es ging, man muss sich überlegen, das war damals der Kalte Krieg, ja. Mhm. Also so Reagan und Thatcher sind an der Macht und Gorby war 84 eben noch gar nicht an der Macht und so. Das ist wirklich die Tiefzeit des Kalten Krieges. Wir haben die Friedensbewegung, wir haben Diskussionen irgendwie über die Pershing-Raketen und diese ganzen Sachen. Und dann ging es denen einfach darum, wir wollen nicht, dass Kinder Krieg spielen. Also es ging gar nicht jetzt um Gewalt, sondern es ging einfach um diese prinzipielle Entscheidung. Und genau um diese Fragen geht es. Und wir nähern uns dem Ganzen eben historisch, ja, um das einfach zu erklären. Aber da muss ja echt eine Menge aufholen eigentlich. Ne? Also ich meine, das hört sich nach extrem viel Arbeit an. Und da auch nochmal ganz klar zu erklären, hier Alex de Lage zum Beispiel fragt auch, warum gibt es Killerspiele und keine Killerfilme oder Killermusik? Naja, die gab es schon. Also ich meine, natürlich wurden die nicht so genannt, aber in den 80er Jahren gab es eine ganz große Diskussion über Videos, ja, Gewaltvideos. Das war eigentlich das, was die Killerspiele in den Nullerjahren eigentlich waren. So für die Öffentlichkeit waren halt damals, also die Situation, Videotheken kommen auf die VHS-Kassetten, verbreiten nicht Leute, tauschen irgendwie Videokassetten und kopieren die und so weiter. Das war sozusagen damals das große Thema, also diese Videokassetten. Und da auch damals wurde behauptet, Chucky zum Beispiel, die Mörderpuppe, gab es ja wirklich einen Mordfall, die hätten sich davon inspirieren lassen. Ja? Mhm. Und auch bei Musik, wenn wir daran denken an
was ich satanische, wenn man die Platten rückwärts abspult. Boah, und, ja, und klar, diese, diese Geschichten, ja. Und auch Killerbücher. Also der Fänger im Roggen soll ja zum Beispiel das, den Anschlag, glaube ich, auf John Lennon oder Ronald Reagan oder irgendwie sowas provoziert haben. Also sowas gibt es dann schon auch und das war umstritten. Und noch kleines Funfact, das erste, was die Bundeszentrale für politische Schriften initiiert hat und auf den Index gesetzt hat, war ein Comic. Es war nämlich auch nochmal super Preisfrage. Echt? Ein Comic. Welches Comic war das? Alter, das erste Comic, was initiiert wurde. Es war... Gone? Nein, es war Tarzan. Tarzan, weil da Leute in eine Schlucht fallen. Und das fand man dann so brutal, dass da Leute in eine Schlucht fallen, dass man gesagt hat, das kann man der Öffentlichkeit nicht zumuten. Wusstest du das alles schon vorher oder hast du es jetzt im Zuge der Recherche alles dir eingesaugt? Also so viele Sachen wusste ich schon vorher. Also wie gesagt, wenn man irgendwie Gamer ist, dann beschäftigt man sich ja notgedrungen oder muss sich notgedrungen damit einfach beschäftigen. Und es war dann eben nicht nur die Killerspieldebatte, weil ich bin ja ein bisschen älter, sondern eben auch damals die Spiele, die indiziert worden sind, obwohl wir die natürlich eh alle hatten, weil wir alle Sicherheitskopien hatten der Spiele. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Man muss natürlich auch Sicherheitskopien haben. Ich hatte halt sehr viele Sicherheitskopien, ne? Und da war das dann auch egal, ob das halt indiziert ist oder nicht. Also deswegen, klar, also ich bin auf ein paar neue Sachen gestoßen im Rahmen dieser Recherche, weil es nochmal was anderes tatsächlich mit den Leuten dann persönlich zu sprechen. Aber viele Sachen waren mir zumindest bewusst oder ich wusste zumindest, wo ich da irgendwie ansetzen muss. Ja, klar. Aber es ist echt verrückt. Ne? Also man denkt halt jetzt irgendwie Killerspiele, das Sagen wurde in den letzten Jahren auch immer wieder gesagt, auch bei größeren Veranstaltungen, Deutscher Computerspielpreis, bla bla bla, ist wurscht. Erstens ist es ein deutsches Phänomen, glaube ich. Zu weiten Teilen. Inzwischen immer noch, wenn überhaupt. Und der Begriff Killerspiel oder Baller, was war das nochmal? Ballerspiel, so. Killerspiel, das ist ja tatsächlich ein deutscher Begriff, der aus der Politik kommt. Ne? Der kommt von Beckstein. Also Beckstein ist zumindest der ihn popularisiert hat. Also ich werde ihn auch nochmal, ich werde versuchen, ihn zu interviewen, weil ich wissen will, wie er damals darauf gekommen ist. Ja. Das ist ja nicht so eine Gedankenleistung, aber... Ja, ich weiß ja nicht, also vielleicht gibt es da eine lustige Geschichte, weil ich musste eine Rede halten, CSU-Parteitag irgendwie und wir brauchen was Neues, Heißes. Genau, und dann kam jemand Killerspiel und das ist es, weiß ich nicht, aber vielleicht, ich meine, vielleicht gibt es dazu ja eine Geschichte, also ich finde das ja immer spannend, sozusagen die Leute dann tatsächlich auch dazu zu befragen und mal schauen. Ja, nochmal reinzubohren. Aber du hast recht, natürlich, die Killerspieldebatte ist vor allem eine deutsche Diskussion gewesen, ich meine, jedes Land hat ja so seine schwarzen Flecke. Ja. In den USA ist es, geht halt Sex nicht, in Australien gehen Drogen nicht. Pokémon wurde in Saudi-Arabien verboten, als zionistische Propaganda, weil irgendwo ist dann Davids Stern zu sehen auf einer dieser Karten oder sowas. Dann haben sie halt Pokémon eingezogen. Dann auch interessant, China, echt, das wusste ich nicht. Ja, China hat Fußballmanager eingezogen, weil er Tibet. Das ist ein Witz, oder? Ja, das ist stimmt. Der Grund, oder was? Ja, also China hat mal ein Spiel wirklich verboten, ein Fußballmanager-Spiel, weil da es waren auch Versehen der Programmierer, wahrscheinlich, vielleicht war es auch irgendwie, war es beabsichtigt, aber da konnte man Tibet trainieren, geht natürlich nicht, wurde das halt verboten. Japan natürlich die Atomsachen, ne? Also wissen wir ja, dass bei Fallout die Fallout 3, da haben wir es wieder, die Atombomben-Szene da nicht gezeigt werden durfte in Japan, musste weggeschnitten werden. Dann macht das ganze Spiel keinen Sinn mehr. Ja, ja gut. Ja, sie haben es irgendwie, irgendwie haben sie es gelöst. Also irgendwie haben sie es dann storytechnisch gelöst und so. Weiß ich nicht, Genau, und also so hat halt jedes Land seine Flecken irgendwie und bei uns ist es halt die Gewalt und deswegen natürlich bei uns die Killerspieldebatte. Das ist ja echt verrückt, ey. Aber jetzt, das habe ich dir vorhin auch schon gesagt. Das ist ziemlich gut. Ja, natürlich gibt es Killerbücher. Stüssi hat das geschrieben hier. Gucken wir es nochmal. Bah, sieht das eklig aus. Das ist super, das ist doch aus Half-Life, ne? Das ist doch eigentlich ein Buch in einem... Nein, das ist aus Armee der Finsternis, ist das doch. Ach so, ich dachte, das ist sozusagen in Buchform dieses Ding, was einen so ins Gesicht schleudert und sich dann so festsaugt. Wie heißen die Teile denn? Egal, Wurst. Ekelhaft. Ich weiß, was du meinst. Alter, mein Gehirn. Das wird super gleich, wenn du mir Fragen stellst. Ich werde nichts sagen können. Ja. Warum, wie suchst du denn die Leute aus tatsächlich? Du hast mich jetzt angerufen und gefragt, irgendwie Killerspieldebatte. Hast du da so eine Art... ich weiß nicht, wie auf dem Reißbrett überlegst du, okay, ich brauche Beckstein bestenfalls, du brauchst River Raid, du brauchst Romero, irgendwie der Doom-Erfinder. Wie wählst du da die verschiedenen Charaktere aus? Ja, einfach nach Relevanz. BPJM etc. Also ich meine, natürlich gibt es einfach Leute, die was dazu sagen können, die einfach eine historische Rolle gespielt haben in diesem Konflikt. Also sowas wie BPJM ist klar. Also Dialogen, wenn River Raid damals initiiert worden ist, muss man mal fragen, warum, ja.
Und natürlich, es kommen ja auch Leute wie Gunnar Lott vor, also von der GameStar früher, der diese Unterschriftenkampagne gemacht hat, auch gegen die Indizierung damals von Counter-Strike, die erfolgreich war. Counter-Strike wurde dann nicht indiziert. Das ist dann sozusagen auch ein Zeitzeuge, genauso wie Boris Schneider von der Powerplay, ein Zeitzeuge ist für die 80er Jahre. Gestern waren wir bei dem Matthias Dittmeier von Stigma Videospiele, der damals diesen Blog hatte, den habe ich viel gelesen, der eben auch diese Videos gemacht hat, um sozusagen Fehler in dieser Killerspieldebatte aufzudecken. Und das sind einfach Protagonisten, historische Protagonisten. Und dann gibt es natürlich, stoße ich auch auf Leute. Also beispielsweise bin ich im Zuge der Recherchen, das Spiel kannte ich noch nicht mal, auf jemanden gestoßen, der damals das erste deutsche Spiel gemacht hat, das auf dem Index gelandet worden ist. Es hieß, glaube ich, Soldier. Und er wollte einfach ein Spiel machen wie Kommandos. Das war damals auch ein populäres Spiel. Dann hat er halt ein besseres Kommandos gemacht. Wollte auch gar kein kriegsverhältnismäßiges Spiel machen. Wie halt junge Leute sind, der wollte einfach nur was kopieren, was er mag. Und dann wurde das Spiel halt dann indiziert und dann konnte er sein eigenes Spiel nicht mehr kaufen. Ja, er konnte hat das verkauft. Genau, das wusste ich. Also weder kannte ich ihn, noch kannte ich dieses Spiel, noch kannte ich diese Geschichte. Und das hat mir dann tatsächlich der Boris Schneider irgendwie mal dann so erzählt. Und dann habe ich den halt angefragt. Und so ist es natürlich auch. Also man hat ja, wenn man so eine Sendung macht, ja nie die komplette Sendung im Kopf, sondern man hat so ein paar Ansatzpunkte und dann versucht man sozusagen, sich davor zu tasten und überlegt sich ja, was könnte sinnvoll sein, was könnte zur Aufklärung sozusagen noch beitragen. Und bei dir ist es zum Beispiel so, du hast ja geschrieben für mein Magazin und du hast halt lustige Geschichten da auch erzählt über die damalige Zeit der LAN-Partys und der E-Sport-Sachen. Und jetzt muss ich sagen, ich habe tatsächlich, diese LAN-Party-Geschichte ist an mir vorbeigegangen. Das ist eine Lücke in meinem Lebenslauf. Wir haben darüber am Telefon gesprochen. Du bist eher storylastig, eher Singleplayer unterwegs. Und ich mag das auch tatsächlich, gegen die Maschine zu spielen. Warum auch immer. Ich finde das auch interessant. Ja. Also wie gesagt, ich mache auch schon mal so Multiplayer-Sachen, aber ich habe das nie irgendwie bis ins Exzess gemacht und ich würde lügen, wenn ich da jetzt besonders viel Ahnung hätte. Und du wirst mir dann eben erklären, wie war das damals eben mit LAN-Partys? Wie war das mit dem PC-Schleppen? Wie war das, wenn Leute dann Kabel dran hatten? Ja, war geil. Fertig mit dem Interview, oder was? Ja, genau, war geil. Ja, was war daran geil? Also was war geil am PC-Schleppen und wie geil war das? Körperliche. Also wir können ja verschiedene Schattierungen der Geilheit sozusagen der damaligen Zeit ja nochmal so dran retrospektiv nochmal Revue passieren lassen. Ja, genau. Ich denke schon mal drüber nach. Ne? Genau, denk mal drüber nach. Nee, spannend, auf jeden Fall. Ich find's so lustig für die Leute, die vielleicht frisch dazugekommen sind. Christian Schiffer, du hast den Auftrag bekommen, oder ihr habt den Auftrag bekommen, weil ihr ihn verdient habt, ihr habt ein Konzept dazu geschrieben, ihr wollt einfach dieses alte Thema noch einmal in Gänze, das Thema Killerspiele und die Killerspieldebatte, die damit ausgelöst wird, einfach nochmal neutral betrachten. Ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, was ist überhaupt passiert, also einen historischen Kontext herstellen, ja? Genau, also ich meine jetzt irgendwie so, also bitte, ob jetzt Killerspiele, sogenannte Killerspiele Leute zu Amokläufern machen, das müssen wir wirklich nicht nochmal diskutieren. Ich meine, da sagen die Studien meiner Auffassung nach, alles, was man darüber wissen muss, dass es nicht so ist. Ja. Oder wenn es maximal, dass es umstritten ist. Ich werde mich allerdings bei dieser Frage, die ich selber auch wahnsinnig langweilig finde, einfach nicht aufhalten, weil es gibt einfach so viele interessante, andere Dinge, die man da halt irgendwie diskutieren kann und auch muss. Ne? Also ich meine, sowas wie Doom, wo meine Mutter noch Stressflecken am Hals bekommen hat, als ich das irgendwie gespielt habe, ja, das mit der Kettensäge und so. Das ist mittlerweile übrigens auch begnadigt worden, sogar ab 16. Und es steht mittlerweile im Museum. Also es steht im Museum of Modern Arts. Ja. Und wir waren zum Beispiel auch im ZKM und ich habe mich mit einem Kunsthistoriker unterhalten, der mir halt erklärt hat, dass eben diese Ego-Perspektive sozusagen aus künstlerischer, in einer ganz großen Kunsttradition irgendwie steht, die, was weiß ich, aus dem Mittelalter oder sowas kommt, ja. Und wie das sozusagen einzuordnen ist. Und das ist eigentlich noch viel, viel aufregender, als irgendwie permanent irgendwie darüber zu reden, ob irgendwelche Verrückten, die wie halt Millionen anderer Leute halt unter anderem auch sogenannte Killerspiele gespielt haben, das irgendwie ein Auslöser gewesen sein. Hast du ein persönliches Ziel damit? Mit dieser Doku? Ja.
Naja, ich finde schon, dass es halt was zu erzählen gibt. Es gibt halt diese Geschichte, gibt es halt einfach zu erzählen. Also muss man erzählen, weißt du, wir haben, wenn ja. man jetzt Fan ist von den Beatles oder wenn man Fan ist von den Rolling Stones oder sowas und du bist da Fan und du willst irgendwie eine gute Doku zu den Rolling Stones sehen, dann gehst du halt auf Arte und du wirst wahrscheinlich irgendwie ein Dutzend Dokus irgendwie ja. darüber finden. Und wenn, und ich glaube, bei Computerspielen geht das jetzt halt langsam los, dass man sowas da halt auch machen kann. Und ja. ich meine, so viele, also wirklich qualitativ gute Dokus, also ich hoffe natürlich, dass meine gut wird, das kann ich halt nicht einordnen, ja. einschätzen, noch nicht, weil es ist ja meine erste auch noch. Also ich hoffe, dass ich hier nicht zu viel verspreche. Okay. Ja, du musst es dann retten mit großartigen Urteilen. Ja, genau, ist geil. Genau, das ist deine... Finde ich geil. Genau. Find ich geil. Und, ja. Aber ich meine, das gibt es halt nicht und ich glaube, aber es wird halt Zeit. Und tatsächlich bei dieser World of Warcraft-Doku, das war dann eben sowas auch. Also da ist es halt auch gelungen, diese Faszination rüberzubringen, einfach mal zu erklären, warum das eine Relevanz hat und warum sich auch dieses Spiel mit voller Berechtigung sozusagen in unseren popkulturellen Kanon eingebrannt hat. Mhm. Aber es gibt ja schon ein paar Dokus, also stimmt schon, es gibt bei weitem nicht viele Dokus, aber gerade in der letzten Zeit gibt es fantastische neue Dokus. Dokus über E-Sports, Dokus Absolut. Über Indie-Games-Development. Ja, diese E.T.-Doku King da von Kong Netflix und die ganzen Geschichten, Microsoft, also auch ein bisschen fiktivere Geschichten. Ja, ja, genau. Indie-Games, the Movie und so. Natürlich, ja, also das Super geht, Game Jam und wie genau, das heißen, geht langsam los, aber tatsächlich so die, also die deutsche, in Anführungsstrichen, Killerspieldebatte, die ist jetzt, sagen wir mal, mit qualitativ hochwertigen Dokus jetzt, also die sind da zumindest jetzt nicht überrepräsentiert. Aber ich meine, guck mal, ne? Ich meine, das weiß man ja inzwischen, das Durchschnittsalter des ZDF-Zuschauers normalerweise ist ja, glaube ich, boah, offiziell bei 62, 63. Keine Ahnung. Nicht, ist relativ hoch irgendwie, ne? Und gerade ältere Generationen können ja, und das sage ich jetzt auch gar nicht bösartig, aber selbstverständlich ist es für, sagen wir, ältere Generationen schwieriger, das zu raffen, was wir jetzt alle, naja, aufgenommen haben in unserer persönlichen Historie jeweils. Ne? Ist es nicht vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn du einfach dann einer älteren Generation, vielleicht auch wirtschaftlich gesehen, da gibt es ja immer noch ganz viele Diskrepanzen, durch deine Dokumentation aufklären kannst, Leute, dieses, wenn ihr Videospiele seht und es wird durch Backstein dieses Wort Killerspiel getriggert, yeah. dass du da so ein Gegengewicht aufbauen kannst? Naja, also ich würde jetzt das nicht machen, sozusagen, also ich verfolge jetzt da keine Mission, also ich mache das jetzt nicht didaktisch okay. und sage, hey, passt mal auf, irgendwie ihr älteren People, so ein Killerspiel. People, aber ja, sozusagen natürlich... Irgendwie bedingt kann das natürlich sein, also wenn man dann halt das sieht und sieht, okay, die sind kulturell angekommen, es gibt da eine Tradition, die kommen woanders her, man greift dort auf einen großen Schatz zurück, boah, und das läuft jetzt auch noch im ZDF, dann kann das natürlich mit möglicherweise dazu führen, dass jemand dann irgendwie sagt, okay, wir haben es hier tatsächlich auch mit einem Kulturgut zu tun. Ja. Und dann bist du natürlich, ich meine, wenn man sich das überlegt, ich war auch bei solchen Institutionen wie dem Deutschen Kulturrat, weil damals, als es darum ging, Killerspiele zu verbieten, das wäre ein massiver Eingriff gewesen in unsere Verfassung, tatsächlich in die Kulturfreiheit. Und das ist ein wichtiges Argument. Also auch zu sagen, naja, das, was man hier macht, ist eben nicht nur Ballerei oder was ich. Es ist auch nicht nur Sport, sondern es ist tatsächlich auch eine Form von Kultur. Absolut. Aber da jetzt von Alex DeLarge über das Hashtag MoinMoin, der hat nochmal eine Frage gestellt. Wie findet ihr eigentlich die Spiele Hatred oder Party Hard? Also das auch, ne? Hatred war natürlich eine ganz große Diskussion jetzt vor einigen Monaten. Genau, also das fand ich auch eine schwierige Diskussion irgendwie interessant, weil irgendwie, also erstens fand ich es interessant, dass es da überhaupt keinen Aufschrei gab. Ich habe auch übrigens... Also von denen, wo man erwartet hätte, dass es einen Aufschrei geben sollte. Exakt, also das Spiel ist ja immer noch nicht indiziert, der Trailer ist indiziert und das Spiel ist nicht indiziert, weil es gar keinen Antrag gab, es zu indizieren. Also die Bundesprüfstelle wird ja nur aktiv auf Antrag und es hat sich bisher noch kein Jugendamt oder was auch immer gefunden. Ach krass, echt, ist das so? Ja, kann aber auch daran liegen, dass Steam das ja auch aus dem, aus ihrem Katalog, glaube ich, gestrichen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Also wenn ich sie hatten es aber wieder, also sie hatten es erst gestrichen. Und dann kam es aber wieder drauf. Das heißt, also da lasse ich mich gerne korrigieren, da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß es aber selber auch nicht, ob es dann wieder runtergegangen ist. Deswegen, können wir jetzt vielleicht auch nicht so genau klären, aber auf jeden Fall Tatsache ist, dass es nicht, also dass nur der Trailer indiziert ist, nicht das Spiel indiziert ist und dass da eine Indizierung auf Antrag geschehen muss oder auf Beschwerde eben sich da offensichtlich niemand gefunden hat, der
sich darüber beschweren wollte bei der Bundesbeschwerde, was ich bemerkenswert finde. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil ich kann mich erinnern, gerade in der Games-Industrie und bei Kollegen, sage ich mal, die halt auch über das Thema Videospiel schreiben und selber da drin arbeiten in der Branche, da wurde das ja heiß diskutiert. Ja, ich weiß. Jeder, aber, also aber da gab es so viel für und wieder und Kunst ja nicht, darf alles. Oder, ja, aber das sind ja nicht die, die einen Fax schicken, die an die Bundesbeschwerde. Fax vor allem, ja. Klar, ein Fax. Fax. Ja. Also, entschuldige, ich muss einmal kurz hier reingreifen. Dankeschön, Bell. Genau. Tagesplan. Ah, okay. Ja, wir sind ja sowas wie ein Sender hier, ne? Genau, aber vielleicht, ich habe Hatred jetzt nicht gespielt. Ich weiß nicht, was ich davon ehrlich gesagt so halten soll. Also was man festhalten kann, wenn man ja die Tests liest, ist, dass es einfach schlichtweg kein besonders gutes Spiel ist. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, dass ich keinen Grund sehe, es jetzt irgendwie unbedingt zu verbieten. Also ich finde, irgendwie eine Gesellschaft muss auch mit solchen Sachen irgendwie klarkommen und das tut sie auch. Und eine andere Frage ist aber sozusagen eine ästhetische Frage. Eine andere Frage ist irgendwie dieses Spiel, also muss das halt irgendwie sein? Findet man das selber cool? Und ich würde sagen, nein, cool finde ich es jetzt nicht. Ja, das ist dann wiederum eine persönliche individuelle Herangehensweise. Genau, ähnlich wie es bei Gore ist, aber das ist bei Filmen. Genau, das ist eine Geschmacksfrage, aber irgendwie über Geschmack lässt sich halt streiten. Und ich finde halt, der Staat sollte sich da, also ist jetzt meine persönliche Meinung, eher nicht so einmischen. So. Ja, also ich finde, es gibt so, also für mich gibt es schon auch Grenzen, wo sich der Staat dann einmischen darf, so irgendwie, wenn, keine Ahnung, so irgendwelche Nazi-CDs oder sowas, aber wenn es um Geschmacksfragen geht und nicht um Ideologie, dann eher nicht. Okay, das hast du gut zusammengefasst. Also Ideologie ist was Schwieriges, kann man ja auf der Stelle definitiv sagen. Und da gibt es aber auch klare Fälle. Verrückt. Ja, spannend. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen. Wenn ihr noch Fragen habt an Christian, der Kollege, der die dreiteilige ZDF-Doku machen wird. Gibt es dafür schon Namen? Die Frage kam auch schon über das Hashtag. Gibt es noch nicht. Nee? Also ich habe Vorschläge eingereicht. Darfst du darüber reden? Killerspiel. Eine historische Abhandlung? Nee? Nee, also es ist tatsächlich die Frage, ob das Wort Killerspiele unbedingt im Titel vorkommen sollte. Also ich fände es da irgendwie ganz lustig. Ich hatte mir ja wirklich so vorgestellt, eine kleine Kulturgeschichte der Killerspiele, weil es eine Alliteration, Kulturgeschichte, kleine Killerspiele und dann eben so diese Fallhöhe zwischen Kulturgeschichte und dann so Killerspiele. Ja, super. Aber mir irgendwie ist der Begriff halt schon auch echt so, ja, es ist halt doch ein politischer Kampfbegriff gewesen und natürlich immer noch. Und ich weiß nicht, weil es am Ende machst du dann eine super Doku und nur weil im Titel dann irgendwie Killerspiele vorkommt, finden das dann so viele Leute dann doof, dass dann die Doku als doof empfunden wird. Da muss man aufpassen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Zumal der ZDF natürlich da auch Mitspracherecht hat. Und, ja, absolut. Die werden da wahrscheinlich. Genau, also das müssen die natürlich auch irgendwie entscheiden. Beckstein hatte recht, die Doku. Genau. Hier wird noch gefragt, wird auch Super Mario Tierquälerei ein Teil der Thematik der Killerspiele? Nein, wird es nicht. Und weder bei Super Mario noch bei das Wölfe töten in jedem zweiten Fantasy oder eigentlich jedem Fantasy-Dings und so wird alles nicht Teil der Doku sein. Ich meine, es gibt ja wirklich, Peter beschwert sich ja wirklich wegen Tierquälerei immer wieder, haben sie ja gemacht, wegen Videospiel. Nee, das sammle zehn Nashorn-Rind Innereien. Zum Beispiel. Genau. In allen Spielen. Ja, ja, genau. Welches war es nochmal? Nee, ach, egal. Ich glaube, Far Cry, da haben sie sich darüber aufgeregt. Ja, realistische Darstellung der Tiere. Ja. My Peter, gut. My Peter. Nächste Doku dann, oder was? Ja, genau. Übrigens, wer mehr von Christian als auch von den Kollegen lesen möchte, kein Witz, kann ich nur empfehlen. Gute WASD. Das sieht immer schön aus, ne? Da. Das sind jetzt drei ältere genau, Fassungen. Die ist vor einem Jahr erschienen. Wir haben immer so Schwerpunktthemen. Das ist jetzt das Thema Geld gewesen, deswegen auch Gold. Und so geht ihr da ran, oder was? Genau. Dann, sehr gut. Dann hier, genau, ich gebe dir mal hier war Skandal. Das war so die dritte Ausgabe. Da haben wir uns dann tatsächlich auch ein bisschen auseinandergesetzt mit dieser ganzen Gewaltthematik. Und hier das Thema Zukunft. Das war die vierte Ausgabe. Und ich glaube, ich darf jetzt weltexklusiv verkünden, auch was das Thema der nächsten Ausgabe sein wird. Die nächste Woche, am 30. November erscheint. Nee, Killerspiele wird es nicht sein. Fallout 4. Nee, aber ein 400 bisschen... 400 Seiten emotionale Dissertation von Christian Schiffer. Nee, aber ein bisschen... die muss noch geschrieben werden. aber vielleicht ein Thema, was tatsächlich mit Fallout ein bisschen zusammenhängt, denn das Oberthema wird sein Freiheit. Oh. Freiheit, ja. Freiheit. Freiheit, ja. Und da wird es natürlich wird's dann auch darum gehen, um Open World. Ja, logisch. Und um lauter solche Sachen. Aber es geht auch so...
was weiß ich. Freie Narration, lalala, oh Gott, da gibt es schöne Dinger. Ja, nee, aber auch so um die Überwachung von Spielern zum Beispiel wird es gehen. Es wird um die Frage gehen, warum Videospielautomaten hier in Deutschland nur ab 18 Vorhängen sein dürfen. Also du weißt ja, man fliegt so, war im Urlaub so als Kind und dann am Strand gleich mal schön irgendwie zum Videospielautomaten. Das ging ja in Deutschland nie. Und woran das eigentlich? Metal Slug gespielt. Ja, fantastisch. Genau. Ja. Cadillacs and Dinosaurs war also ein. Es war nur scheiße teuer halt, ne? Das war mein Problem. Ja, genau. Genau und all diese Themen. Ne? Also es wird auch um irgendwie Förderung von Computerspielen gehen. Es wird darum gehen, was Leute mit Spielen eigentlich machen. Also welche Geschichten sie darin erzählen und wie sie mit diesen Regeln, wie sie die halt brechen und so weiter. Also alles, was irgendwie so sich gruppiert um das Thema Freiheit in Computer- und Videospielen, das wollen wir, haben wir da so ein bisschen aufgebaut. Auch so Leute, die zum Beispiel Zwangsstörungen haben. Es gibt ja Leute, die zum Beispiel alles zählen müssen und alles sammeln müssen. Ja. Wie gehen die eigentlich in Videospielen? Weil das ist das Gegenteil von Freiheit, weil sie ja eigentlich gezwungen sind. Ne? Also das ist, wenn du so ein freies Spiel hast, aber du, also die Freiheit eigentlich beschränkt wird sozusagen durch deine psychische Disposition. Ne? Ja. Das sind halt genau solche Dinge, die wir halt dort so ein bisschen, die wir da halt berichten und Texte gesammelt haben. Ja, cool, spannend. Also WSD kann man nur empfehlen. Geht eher so ein bisschen in die Game-Study-Schiene. Also das werden... Game-Study ist wieder so ein Oberbegriff, wo man alles reinpacken kann. Ja, also Game-Study, da würde ich jetzt irgendwie sowas Wissenschaftliches darunter sehen. Und nee, also wir sind ja kein wissenschaftliches Journal. Wir sind ja eigentlich wirklich journalistisch, essayistisch vielleicht manchmal, aber auch einfach ein bisschen verrückt. Schon essayistisch, aber... Ja, verrückt, schön. Ja, genau. Videospielskandale irgendwie, genau, fantastisch. Genau, wir haben so ein Quartett, also... Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so spontan finden würde, aber wir haben ein fortlaufendes Quartett irgendwie zum Thema Videospielskandale, wo wir in Form von Quartetts mit verschiedenen, also es gibt dann auch so Gewalt, Wirkung, Sexismus und so weiter, es gibt so verschiedene Kategorien, alle Videospielskandale, die es jemals gab, sozusagen sammeln und chronologisch in Form eines Quartettspiels aufbereiten, über mittlerweile, glaube ich, 5 oder 6 Ausgaben. Und wir haben auch ein Best-of gemacht, das habt ihr hier, glaube ich, sogar mal bei Rocket Beans irgendwie, habt ihr es sogar mal gespielt oder gezeigt, haben wir es mal als echtes Kartenspiel dann auch wirklich so das Quartett der Videospielskandale gemacht. Das ist so in der Tradition von das Quartett der Diktatoren und das Quartett der tödlichen Krankheiten und so. Es gibt das jetzt eben auch das Quartett der Videospielskandale und ebenso, klar, also wir sind halt manchmal sehr ernst, wir sind natürlich manchmal auch ein bisschen intellektuell, aber, oder klug, nennen wir es eher so, versuchen wir zumindest zu sein, wir bemühen uns irgendwie darum. Ja. aber manchmal sind wir halt einfach auch verrückt und machen irgendwas, was uns gefällt. Also wir haben zum Beispiel GTA 5 haben wir damals besprochen als Golfsimulation. Also wir haben so getan, als sei GTA 5 eine Golfsimulation. Ist es ja auch. Mit ein bisschen drumherum. Also mit weißt du, so ein paar kleinen DLCs und so ein paar kleinen Nebenquests, die man halt neben dem Golfspielen halt auch noch bewältigen kann und haben dann ganz ernst, so mit wie so Golfspielrezensionen sind, da geht es ja viel um Ballphysik und wie viele Schläger kann man wählen und sowas. Und haben wir das zum Beispiel so gemacht. Also das ist so ganz typisch, dass wir dann auch mal versuchen, Dinge etwas anders zu erzählen als vielleicht die anderen Magazine. Spannend, ey. Mal gucken, ob sich das dann wiederum überträgt auf die ZDF-Doku. Der Name steht noch nicht fest, ne? Das ist so ein bisschen das Ding, aber es gab hier auch schon so ein bisschen Feedback, ne? Die Leute wollen das sehen hier. DJ D-Zero zum Beispiel, die Doku will ich sehen. Ne? Ja, also einen hast du schon mal. Ja, schon wir gut. hoffen natürlich auch. Also einen, ich meine, natürlich hofft man auch irgendwas zu machen, das tatsächlich dem Thema gerecht wird. Ja. Es ist eine Herausforderung. Es ist sicherlich auch eine Herausforderung, an der man scheitern kann, aber man muss es probieren. Ja. Und bisher, glaube ich, also von dem, was mir die Leute erzählt haben, von den Tönen, die ich habe, also von dem, was ich da herausgefunden habe, glaube ich, kann man wirklich gute Sachen erzählen. Und wenn ich dann nächsten, wir freuen uns schon sehr, dass wir dann nächsten Sonntag dann nach Irland fliegen, um dann den großen John Romero zu treffen. Also das ist ja auch interessant, weil John Carmack war ja der technische Kopf hinter Doom. Mhm. Also das war dass das fließt und so, ne? Das ist ja der jetzt Raketen baut und irgendwie bei Oculus Rift dabei ist. Und so war der technische Kopf. Und John Romero war halt so der Rock'n'Roller. Ja, das war der sich das ausgedacht hat, so mit hier, wir brauchen da unbedingt eine Kettensäge und wir müssen da unbedingt irgendwie Satan-Zeug im Programmcode verstecken und weißt du, das ganze Zeug. Und irgendwie den mal zu treffen, ist halt super. Ja, genau, du strahlst gerade fantastisch. Ja, du strahlst aber auch fantastisch. Ja, es ist ein bisschen schon auch für Fallout ein bisschen Konditionierung. Genau. Ich glaube fast, die Sonne knallt halt echt. Ich mach nur mal kurz hier, das machen wir mal schnell, ne? Das ist bei uns so, ich mach's nur mal ein bisschen dunkler hier. So, toll. Kann man nicht so viel machen.
So, ein bisschen besser ist es jetzt. Ja, Leute, für euch mal ganz kurz, wie geht's jetzt hier weiter? Wir haben noch ungefähr wahrscheinlich so 2-3 Minuten Zeit. Paul, kannst du mich hören? Moin, Paul, erstmal. Schöne Grüße an die Regie. Ja, du hast noch 2 Minuten. 2 Minuten, genau. Weißt du eigentlich, was wir hier machen, Christian? Hast du das mitbekommen? Jetzt. Jetzt gerade kriegst du es mit. War geil. Ja, das ist schon mal schön. Ja, ist auch gut, dass es dann jetzt ja auf. Nein, also was wir hier machen, das sage ich euch jetzt. Der Sendeplan, den blenden wir ganz kurz ein. Hier, da kommt er rein. Hoffe ich doch. Jetzt gleich, vielleicht. Nee. Jetzt, da ist er da, wunderschön. Jetzt erstmal Moin Moin. Wir beide machen dann gleich ein bisschen Session und Killerspieldebatte für die ZDF-Doku. Jetzt, danach gibt es natürlich erstmal so ein bisschen Krams, Almost Daily, ein schöner Bericht von dem Eduard, von der Konichi. Ab 15 Uhr sind wir wieder live. Void Meddler, danach Stasis, The Old City Leviathan, ab 16 Uhr, 16.30 Uhr Dream und dann 17 Uhr Star Wars Battlefront. Volle Programm, also der volle Code. Willst du bleiben? Schon gespielt? Nein. Battlefront? Nein. Ich habe die Beta nicht mitgemacht, die anderen Kollegen haben es aber gespielt und waren auch so ein bisschen, aber sagen wir vorsichtig. Vorsichtig, weil da konnte man natürlich noch nicht so viel machen. Alle Trailer sehen natürlich fantastisch aus, aber man muss jetzt erstmal gucken, wie sich das dann, wie sich das, das volle Spiel anfühlt. Ne? Also ich glaube, das Grundfeedback, was eigentlich alle gesagt haben, ja schon ganz geil, aber irgendwie dann doch zu schlauchig gefühlt. Es ist ein bisschen casualisiert. Also ich glaube, man merkt denen an, dass sie wissen, dass es natürlich ein großes Star-Wars-Publikum gibt und sich vielleicht viele das kaufen werden, weil sie Star-Wars-Fans sind. Für mich ist es natürlich super irgendwie. Ja, ich bin ja viel zu alt mittlerweile und die Reflexe lassen. Ja, ich glaube ja immer, dass ich mit meinem Alter das durch Erfahrung wettmachen kann. Weißt du, so wie beim Fußball, wenn dann so ein, keine Ahnung, Alonso beim FC Bayern durch seine Erfahrung und ein Stellungsspiel das alles kompensieren kann. Das glaube ich dann immer, überhaupt nicht. Du kriegst halt nur aufs Maul. Ich bin ja immer noch, ich bin immer noch dafür, und das wird es aber auch geben, mein Freund. Ne? Ich bin immer noch für so Ü30, Ü40 E-Sport-Ligen. Das wäre schön. Also wo man wirklich sagen muss, es dürfen nur ab 40er jetzt hier in dieser E-Sport-Liga dabei sein. Ja. Das wäre doch mal was. Das wäre vielleicht auch für den Zuseher noch schöner, weil es wäre ein bisschen langsamer, weißt du, könntest du dem Spielgeschehen besser folgen und so. Das ist also, oder man macht einfach das Feature dann irgendwie, bei YouTube kannst du ja auch auf 0,5 Geschwindigkeit einstellen oder 1,5, weil ich glaube, das ist auch... Genau, muss man beschleunigen. Ja, dann auf jeden Fall für euch noch später Fallout 4, 22:30 Uhr. Ja, live. Dein Thema. Nein, heute natürlich noch Premiere 20:15 Uhr Kino plus unser Filmformat und naja, danach Fallout 4. Macht natürlich auch Sinn. Großes Spiel, was da rausgekommen ist. Also das erstmal von uns hier. Moin Moin, Christian Schiffer zu Gast. Wir machen jetzt gemeinsam, nicht live, sondern dann für das ZDF tatsächlich ein paar Aufnahmen für die Killerspiel-Doku. Ja, das Wort ist echt, es ist so passé, ne? Ich fühle mich auch selber so ein bisschen komisch. Zusammen, aber ich finde es irgendwie auch ein bisschen geil, ehrlich gesagt. Also, weißt, es gibt ja so, weil es so passé ist, oder was? Ja, natürlich. Also es ist, keine Ahnung, also es ist so aus der Zeit gefallen, finde ich, und so überspitzt in seiner Form. Ich glaube ja, dass man sich das aneignen kann. Also weißt du, so in so einer ironischen Art. Ja. Also so wie man heute irgendwie, wenn man kifft, ja auch sagt, ich nehme jetzt Rauschgift oder so, weißt du, so aus den 80er Jahren. Dieses Rauschgift, das ist auch so ein komischer Kampfbegriff gewesen. Ja. Und man lacht sozusagen heute drüber, ja. Und genauso, glaube ich, ist es halt bei Killerspielen auch so. Irgendwie, ich denke mir so, heute lass uns mal schön Killerspiele irgendwie spielen und so, ja. Ja, also wir lachen. Weißt du, das ist so irgendwie, ich finde, das hat schon dann fast was. Und ich kann mir vorstellen, dass man so in 10 Jahren das wirklich, dieses Wort mit großem Selbstbewusstsein und großer Ironie verwenden wird. Also wir sind mitten dabei. Ja. Ja, wir sind mitten dabei. Ich weiß nicht, ob man so weit ist. Also ich habe dann schon gemerkt, irgendwie, weißt du, bei so Firmen, wenn du dann zum Beispiel die Rechte haben willst an ihren Spielen, um die zu zeigen, dass die sehr zusammenzucken. Also hatte ich gestern irgendwie ein sehr ungemütliches Zusammentreffen, also ein Spiel, wo ich die Szenen zeigen will, und dann sagen die halt sofort irgendwie, nee, das wollen wir nicht, dass irgendwie. Also das ist es immer noch so, dass das Vorbehalte. Also ich hab überall, also fast überall, oder die meisten haben gesagt, kein Problem, weil ich die dann auch zum Teil kenne und die wissen, dass es in einigermaßen guten Händen bei mir. Aber bei der Firma gestern, die haben tatsächlich sich da verweigert, und das finde ich schade, weil wenn man irgendwie sagt, Spiele sind Kulturgut und so weiter, dann muss man dann auch sich, finde ich, oder sollte man sich bereit erklären, dann, wenn sie dann als Kulturgut gezeigt werden sollen, dann vielleicht auch ein bisschen zu kooperieren. Letzte Frage, wir sind schon drüber tatsächlich. Ja. Behandelst du Virtual Reality in der Doku? Ich will das als Ausblick machen, ja, weil ich finde das Thema unter zwei Aspekten interessant. Das eine ist natürlich, stellt sich die Frage, könnte sowas wie die Killerspieldebatte wiederkommen? Ne? Also wenn du Virtual Reality dann hast und die Immersion ist noch größer, denn wir sehen auch beim Beispiel Doom, dass die Technik da immer eine große Rolle spielt. Also der Übergang zu 2D, zu 1D, die hat eine völlig neue
Debatte aufgeworfen, ja, ja? Von 2D zu 1D, ist ja völlig gekloppt. Ich weiß, was du meinst. Also von 2D zu 3D, ne? Ja. Also Ego-Perspektive. Ja. Hat damals überhaupt hat die Debatte völlig verändert und überhaupt eigentlich diese Debatte provoziert dann über die Wirkung von Spielen. Davor ging es eher um Kriegsverherrlichung. Und natürlich bei Virtual Reality, das kann schon sein, also dass die Immersion dann so groß ist, da wird es sicherlich Leute geben, die sich darüber beschweren. Allerdings vermute ich ja, wenn ich mir so die ganzen japanischen Sex-Apps anschaue, ich weiß nicht, ob du die mal ausprobiert hast, es gibt so japanische Sex-Apps. Hast du ausprobiert, alles klar. Nein, weißt du, wo du dir das aufsetzt und da kommt so eine Frau 80 Meter groß auf Stilettos und zertritt dich dann. Das habe ich noch nicht gespielt. Ja, genau. Also das, glaube ich, wird viel mehr möglicherweise die Diskussion dann beleben, in Anführungsstrichen. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Virtual Reality auch zum Beispiel dazu beitragen könnte, Empathie zu fördern. Also ich könnte mir vorstellen, also ich habe letztens ein Spiel in Anführungsstrichen ausprobiert, wo du einen Obdachlosen spielst und du siehst dann, wie das Größenverhältnis ist und wie das ist, wenn du ignoriert wirst. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Technologie Spiele auf ein neues Level heben könnte und möglicherweise sowohl, was das Positive geht, als Empathie, als jetzt möglicherweise auch die Gewaltdiskussion, dann möglicherweise neue Formen annehmen könnte. Müssen wir mal sehen. Ich bin mir ziemlich sicher. Wir sind leider drüber, ich bin mir sehr sicher, weil es ist immersiv. Ich habe da Bock drauf, aber auch genauso groß ist mein Respekt vor dieser neuen, sagen wir, Technologie, vor dieser neuen Mediums-Auffassung, sag ich mal. Es gibt ja immer diesen schönen Vergleich, Virtual Reality ist das Farbfernsehen von heute. Also der Wechsel von Schwarz-Weiß auf Farbfernsehen. Mal gucken. Das war's. Christian Schiffer, meine Damen und Herren, ihr lieben Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die reichliche Beteiligung hier. Ja, hat Spaß gemacht. Schön. Also hier, genau, Chat, ne? Penner Simulator 2015, wie gechillt Buddy ist. Die haben sich übrigens sehr gefreut, weil du warst im erstrahlenden Licht und ich war schwarz. Das liegt an der Sonne. Ja, seht ihr mal. Da ist die Doku doch in richtigen Händen, kann ich an der Stelle sagen. Das war's von 09. Danke dir, Mann. Gerne. Wir machen Action. Tschüss. Weiter geht's mit Gedöns. Ciao.